Ja, wir werden jetzt nochmal so ein wenig unsere Erfahrung hier bei Body Science auf Deutsch beschreiben. Ja, du verstehst jetzt gar nicht, was wir sagen. Das ist irgendwie lustig. So, ich bin Jacqueline, und das ist mein Freund Daniel. Genau. Wir sind aus Deutschland. Ich bin 26 Jahre alt und wir sind vor 4 Wochen nach Miami gereist, nachdem wir in Deutschland bzw. in der Schweiz, wo wir im Moment wohnhaft sind, einfach ja, keine Hilfe bekommen haben. Also ich bin seit November, Dezember erkrankt. Dort ging alles los mit Muskelkrämpfen etc. Und habe halt die letzten Monate versucht, irgendwie Hilfe zu erhalten und bin einfach nicht weitergekommen und habe dann halt nach ganz viel Recherche diesen Platz hier gefunden im Internet und auch mich mit vielen anderen Patienten ausgetauscht, die hier behandelt wurden. Und ja, für die Art von Erkrankung, eine Motoneuronenerkrankung, gibt es einfach wenig Medikamente bzw. Behandlungen, die helfen. Und hier ist eigentlich so die einzigste Möglichkeit, wo man auch wirklich wo es einem danach besser gehen kann, sprich... Genau, bei uns wurdest du ja wirklich nur von Arzt zu Arzt geschickt. Genau, wieder Arzt zu Arzt. Und letztendlich bekommt man auch eh nur gesagt mit dieser Erkrankung, dass man nichts tun kann. Und hier ist es halt ganz anders. Also es werden einem alle Fragen beantwortet. Ich habe eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Millionen Fragen ich gestellt habe. Zu viele. Und dementsprechend, und habe für auf jede Frage eine Antwort bekommen, was jetzt so mein Fortschritt betrifft. Also wir haben hauptsächlich an meinem Oberkörper gearbeitet. Ich habe so viel mehr Stabilität im Oberkörper. Ich hatte vorher extreme Schmerzen in dem Bereich, wo alles losging, nämlich hier im Flankenbereich, und habe so viel mehr Stabilität auch vom Aufrechtsitzen, vom Stehen her. Wir haben sehr viel auch an meinem Immunsystem gearbeitet und muss sagen, ja, bin eigentlich traurig, dass wir jetzt gehen müssen, dass die 4 Wochen so schnell vorbei sind, beziehungsweise es waren 3 Wochen Behandlung, und wir schauen auf jeden Fall, dass wir halt schnellstmöglich wieder herkommen, weil es ist wirklich die beste Klinik, in die man im Moment gehen kann mit so einer Erkrankung. Also von dem her, kommt her und lasst euch helfen, und vor allem, ja, genau. Ach, die ganzen Leute hier sind extrem nett, hilfsbereit. Man kann wirklich alle Fragen stellen, die man hat. Ja. Man kommt so gut beantwortet. Ja, genau. Jeder ist sehr nett. Und man geht hier mit dem Gedanken raus, dass man wieder gesund wird, beziehungsweise dass es einem besser geht und dass man eine Chance hat, das Ganze zu bekämpfen. Ja. Man muss nach und nach die Ursache rausfinden, was hat das Ganze ausgelöst. Das ist hier Priorität Nummer 1, aber vor allem soll es einem auch besser gehen. Und das tut es mir jetzt nach den 4 Wochen auf jeden Fall. Und von dem her ist unser Plan auf jeden Fall wiederzukommen. Genau, schnellstmöglich natürlich. Was willst du jetzt sagen von Anfang? Also wie du jetzt von Deutschland oder von der Schweiz einfach nicht weitergekommen bist und immer mehr und mehr abgebaut hast. Was willst du jetzt sagen von dem Standpunkt aus zu jetzt? Ja, deutlich besser. Also nicht wie ganz am Anfang, klar, das geht aber auch gar nicht. Genau, es dauert natürlich auch. Es dauert, aber definitiv einfach viel, viel besser. Und vor allem, man sieht es auch an meinem Gesicht. Ich habe meine Gesichtsform wieder, die ich vorher hatte, weil ich hatte auch schon Probleme mit dem Kiefer. Von dem her, also ich freue mich auf das, was noch kommt. Sagen wir es mal so, es ist eigentlich mehr mit Vorfreude verbunden, jetzt heimzufliegen, die Familie zu sehen und dann aber auch schnellstmöglich wieder herzukommen. Genau, und man natürlich jetzt als erstes jetzt hoffen und beten, dass wir schnellstmöglich dann natürlich auch das Geld zusammen haben wieder. Genau. Dass wir halt weiter mit deiner Behandlung fortfahren können. Und es ist teuer, aber es lohnt sich. Genau, das muss man sagen, auf jeden Fall. Sehr gut investiertes Geld bei der Krankheit. Ja. Genau. Ja.